So, alle Welt glaubt ja, dass ich derjenige bin, der unbedingt diesen Schokoladentrick erklären muss. Im Netz und bei WhatsApp kursiert immer so ein schickes Video, wo jemand ein Stück Schokolade zerteilt und wundersamerweise hat er am Ende wieder ein Stück Schokolade. Ganz normal, offensichtlich so eine schicke Tafel Schokolade, aber es ist irgendwie ein Stück übergeblieben. So, wie macht der Kollege das? Im Prinzip macht er das, indem er einfach dieses Stück Schokolade nimmt. Ich habe hier mal das aufgemalt. Das sind also sechs Kästchen hier unten und vier Kästchen hier oben, also insgesamt 24 Stücken Schokolade. Und er macht da ein paar gestickte Schnitte. Ein Schnitt ist von hier nach da, so schräg. Ein anderer Schnitt ist dann hier lang. Ich habe das mal ein bisschen grün gekennzeichnet und ein Stück ist dann hier. Und wundersamerweise schafft es dann, dass er dann genau dieses Stück hier wegnehmen kann und am Ende dann dieses Stück, die anderen Teile so zusammenlegen kann, dass eine ganz normale Tafel Schokolade wieder bei herauskommt. Kann natürlich irgendwie nicht sein, aber man glaubt es nicht. So, wie funktioniert das Ganze? Ich bin ja hier anscheinend der Erklärbär für alle, also gucken wir uns das mal an. Also, wichtig ist natürlich, wie macht er die Schnitte? Also, der macht einen Schnitt von hier nach da. Fragen wir uns mal, wie groß ist dann dieses Stück? Also kann man mal kurz nachzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und was ist das hier? Also das sind 8 Stücken. Und das hier ist die Hälfte von 4. Macht also 10 Stücke. Ja, ich kann also sagen, okay, das sind 10 Stücke. 10 Stück Schokolade. So, das nächst einfachere ist dann dieses Stück hier. Das ist natürlich genau ein Stück. Das schneidet er auch raus. Hier hat er so ein Stück. Ja. Und dann macht er ja noch zwei andere Schnitte. Und da wird es ein bisschen komplizierter zu zählen. Also wenn man genau nachrechnet, was ist das hier? Das ist ein Stück. Also das geht jetzt um dieses Stück hier, was dabei rauskommt. Ja, wenn man jetzt genau nachrechnet, was das ist, dann hat man hier ein Stück, zwei Stücken. Und hier hat man irgendwie so ein angeknabbertes Stückchen. Wenn man genau hinschaut, machen wir mal, ja, dann sehen wir, dass dieses Stückchen hier insgesamt drei Viertel komplett hat. Also drei Viertel dieses Stückchens ist ganz. Und das andere Viertel ist halbiert durch diesen Schnitt. Ja, also haben wir hier ein halbiertes Viertel. Also drei Viertel komplett plus ein halbiertes Viertel macht nach Adam Riese und Eva Zwerg 7/8. Das heißt, dieses Stück hier, was dabei rauskommt, dieses, was der Mann da aus der Schokolade schneidet, ist 2 7/8 Stücke groß. Und weil das ja insgesamt 24 Stücke haben muss, diese Gesamttafel Schokolade, haben wir dann für dieses andere Teil hier, was dann überbleibt, 10 1/8. Das ist ganz einfache Bruchrechnung. Das kriegen wir hin, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren. Ja, so, und dann kommt der Zaubertrick und siehe da, plötzlich ist ein Stück Schokolade frei. Also wie funktioniert das? Er nimmt dieses Stück hier raus. Okay, habe ich getan. Ja, das ist jetzt hier mal weg. Und dann verschiebt er. Das Stück nimmt er raus, verschiebt dieses hier nach unten. Ja, ich muss das natürlich auch ein bisschen gerade machen. Verschiebt dieses Stück hier nach unten und legt das Stück nach oben. So, weil er das so gemacht hat, sieht das irgendwie erstmal ziemlich gut aus, wie eine ganz normale Tafel Schokolade. Alles sieht toll aus. Ist es aber nicht. Wenn wir nämlich ganz genau hinschauen, nämlich an diese Seite hier, fehlt da was. Ja, und wie viel ist das? Das ist genau vier Stücke hoch und ein Viertel von einem Stück lang. Das ist ein Viertel mal vier, ist genau ein Stück. Also es ist kein Wunder der Mathematik, dass hier genau dieses ein Stück überbleibt. Und das kann ein guter Mann dann auffuttern. Und behaupten, ich habe noch eine ganze Tafel Schokolade. Das ist aber gemogelt. Okay, geworden? Ich hoffe, alles klar geworden? Ich hoffe ja.